Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen und hallo zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Heute zum zweiten Mal bei uns der liebe Gerhard Maringer von der Cosi Group. Hallo. Es geht auch heute wieder um die professionelle Apartmentvermietung, das Home-Out-of-Home-Konzept auf Hotel-Level, aber mit dem individuellen Airbnb-Gedanken dahinter. Und wir haben in der letzten Folge, wie du da warst, das letzte Mal schon ein bisschen darüber gesprochen, was ist die Cosi Group, was macht die Cosi Group, wie habt ihr begonnen, wo soll es hingehen, die Reise. Und heute sprechen wir ganz konkret eher darüber, für den Hotelier, für den Immobilieninvestor, der vielleicht ein Hotel hat oder sich eins kaufen möchte oder ein Objekt, wo man Apartments gewerblich betreiben kann, wie man mit euch zusammenarbeiten kann. Correct. Das Stichwort ist da, glaube ich, CosiGo. CosiGo. Magst du mal ein bisschen erzählen, was ist denn euer CosiGo-Konzept? Ja. Was bietet ihr da den Hoteliers, den Investoren an? Ja, gerne. Also wie beim letzten Mal schon erwähnt, ne? Also wir haben halt einfach gemerkt, dass die ganze Technologie im Hospitality-Bereich sich extrem professionalisiert in den letzten Jahren, beziehungsweise da noch sehr, sehr viel kommen wird, wenn man jetzt auf andere Branchen guckt, E-Commerce und so weiter, wo halt klar große Ketten in irgendeiner Art und Weise mithalten können, aber auf keinen Fall der Hotelier mit, sagen wir mal, 20 bis 100 Zimmer, mhm. ja, plus wo du halt auch sagst, okay, der Immobilieninvestor, der vielleicht überhaupt keine Lust hat, ein Hotel zu betreiben, sondern sagt, okay, ich möchte aus meiner Immobilien die beste Rendite rausholen, oder eben auch tatsächlich dann auch Hoteliers, die einige mehrere Standorte haben und sagen, okay, ich fokussiere mich auf das Betreiben oder Betreuen der Gäste und die Technologie source ich daraus. Ja. Ne? Also wir haben das im Endeffekt gemerkt, ne, was da alles dahinter steckt mit der Technologie, weil wir das ja selbst betreiben auch einige Standorte und wurden dann auch öfter mal gefragt, könnt ihr nicht zum Beispiel das zur Verfügung stellen, Algorithmus und so zur Verfügung stellen. Wir merken, ihr macht da richtig gut Business und es funktioniert so gut bei euch. Und dann haben wir gesagt, okay, warum nicht, weil das gibt es einfach bis dato nicht, ein All-in-One-System für den Hotelier. Wir sagen immer Plug and Play, ja? Also das heißt, du brauchst eigentlich dich nicht um nichts selbst zu kümmern, wir installieren das und es ist relativ schnell ready, also in 3 Wochen können wir eigentlich den Gesamtumsetzung machen. Ja. Was ja eigentlich ein Wahnsinn ist. Genau, also das ist das dauert ja manchmal, weiß nicht, ein Jahr oder noch länger bei manchen anderen Hotels. Ja. Genau, richtig. Also das ist echt krass. Ja. Und ich glaube, was es auch so sympathisch macht und ja, einfach gut ist in der ganzen Geschichte, ist, dass ihr das eben auch selbst macht. Ihr habt wirklich Locations, die ihr eigens betreibt, die Hotels, und dass deswegen einfach extrem erprobt ist, die ganze Lösung. Gell? Genau. Und was man, glaube ich, auch hervorheben kann, ja, das funktioniert tatsächlich, weil ihr habt ja eine wahnsinnige Auslastung auch während Covid, während Corona gehabt. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, korrigiere mich, falls es falsch ist, waren das irgendwo an die 70-80%. Ja, sogar drüber. Ja. Ja, also teilweise 90% auch Auslastung auch durch Corona. Mhm. Wir haben im Endeffekt bei vielen Themen, also unseren smarten Algorithmus, der das Pricing anpasst, ne? Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass wir je nach Marktlage durch diese immense Kostenersparnis, ne, die wir durch die Software, diese ganzen Effizienzen, die wir da rausholen. Personallos und so weiter. Ja, genau. Einfach auch ein anderes Pricing fahren können, wenn es notwendig ist. Ja. Und dadurch haben wir es halt natürlich geschafft, da eine enorme Auslastung noch auch während Corona zu schaffen. Mhm. Ja. Das schon eine großartige Leistung war. Ja, geil. Ja. Wirklich erstaunlich. Was ist jetzt das CosiGo-Modell? Ja. Was kriege ich da als Hotelier oder als Investor? Du bekommst von uns eine vollständige Lösung, digital, um ein Hotel von heute auf morgen rezeptionslos zu betreiben. Ja. Du kannst im Endeffekt sagen, deinen Buchungsprozess
läuft vollkommen automatisiert. Mhm. Also wenn der Gast ankommt, eincheckt, auscheckt, die ganze Gäste-Journey plus natürlich alles, was davor und danach ist, ist vollkommen automatisiert. Wir übernehmen das Pricing, ja, das Revenue Management, die Distribution. Das heißt, wir listen auch alle Einheiten professionell auf den verschiedenen Kanälen. Mhm. Über euren eigenen Channel Manager? Genau, richtig, über den Channel Manager. Was auch sehr wichtig ist, das Thema Accounting, ja, zum Teil. Das ist halt gerade bei Hoteliers auch ein riesengroßer Kopfschmerz, also Reconciliation, Rechnungsabgleich und so weiter. Mhm. Da haben wir auch sehr viel Automatisierung hingelegt. Und dann natürlich alles, was wir nennen Digital Guest Journey, ja. Also das heißt digitale Gästemappe. Ich wollte gerade sagen, und auch das Gästeblatt und so weiter, das ist, oder was man immer ausfüllt, genau, händisch normal an der Rezeption. Der digitale Check-in, genau, ja. Alles vollkommen automatisiert, ja. Und das als All-in-One-Lösung, ja. Das ist im Endeffekt Cozygo. Ja. Und das bieten wir jedem an, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, der irgendwie Interesse hat, ein Hotel oder ein Hotel-Apartment-Haus zu betreiben und sagt, okay, ich möchte gerne eine sehr effiziente Lösung, die mit den Großen mithalten kann und möchte mich selbst aber eigentlich um die Technologie nicht kümmern müssen, weil ich glaube, dass auch viele sehr stark unterschätzen, was du selbst gesagt hast. Ja. Dass man einfach, man fängt da an und fängt dann irgendwie mit einem Property-Management-System an und so und dann stöpelt man alles die zu. Die Schnittstelle und, nicht. Genau, und CRM und sonst was. Das ist wahnsinnig, ja. Und wir bieten das im Endeffekt all-in-one an, als outsourced Solution, Franchise, auch white-labeled, ne? Das heißt, die eigene Marke soll natürlich nicht verloren gehen, das heißt, die steht dann nicht Cozy drauf, sondern da steht dann, der Hotelname etc. vom Hotelier oder Apartmentbetrieb. Genau. Ja. Genau. Ja. Das ist auch sehr nett und sehr wichtig, glaube ich. Ja. Ja. Und für die Hoteliers vielleicht, man braucht dann tatsächlich keine Rezeption mehr vor Ort. Es gibt ja auch dann verschiedene Abstufungen, glaube ich, wo ihr sagt, okay, wir übernehmen die Reinigung vielleicht auch noch oder die Reinigung passiert noch in-house vom Hotelier und da gibt sich auch die verschiedensten Konstrukte dann, wo es wirklich ein Hotel ist, das umgestaltet wird auf Self-Check-In oder autonomen Betrieb, wo es vielleicht noch ein Café oder ein Restaurant sogar gibt, ja, wo das halt noch mitgeführt wird oder auch ohne Restaurant und Essensmöglichkeit. Da gibt es sicher alle Varianten von bis. Ja. Ja. Also das ist natürlich alles so flexibel dann, ne, wie weit man das möchte. Aber ich glaube, was halt wichtig ist, ne, es ist halt nicht nur ein Self-Check-In neben der Rezeption, sondern es ist halt wirklich ein vollständiger rezeptionsloser Betrieb möglich. Ne? Ja. Aber natürlich kann ich sagen, okay, 15, sagen wir, viele sagen halt in der Hauptzeit, ne, wenn ich halt meine Gäste ankomme zwischen 15 Uhr und 18 Uhr oder sonst Dinges, möchte ich halt jemanden vor Ort haben. Dann ist das durchaus möglich. Alles danach und davor ist flexibel. Und ich meine, man muss ja auch sagen, wenn ich jetzt eine 24-Stunden-Rezeption einsetze, brauche ich ja 5 Leute. Ja, das habe ich vom Julius auch gelernt, von einem Hospitality Manager, der es geht da überhaupt nicht darum, irgendwie groß an Personal einzusparen, aber einfach das Personal effizient einzusetzen. Ja. Ich kann ja dasselbe Personal woanders dann einsetzen. Ja, genau, richtig. Das hat der Gast sagt, okay, ich fühle mich wirklich willkommen, betreut. Fakt ist, wenn du 24 Stunden Rezeption hast zwischen, weiß nicht, 0 Uhr und 6 Uhr, passiert eh nichts. Wer checkt da ein? Ja. Da passiert eh nichts. Genau. Ist wirklich unnötig, ja. Und derjenige, der an der Rezeption sitzt, fadisiert sich wahrscheinlich auch in 99% der Fälle. Ja. Sehr cool. Genau. Cool. Und wir haben da jetzt eben schon einige Standorte live mit dem Konzept. Mhm. Das funktioniert sehr gut. Also um einen von Kunden von uns zu zitieren, der hat gesagt, endlich kann ich sonntags wieder mal ruhig ausschlafen und den Tag genießen, weil halt einfach für so ein Einzelhotelier ist halt 7 Tage die Woche eigentlich Vollgas. Spricht eh schon Bände. Genau. Und im Falle des Falles, das ist jetzt auch so ein Modul, das man eben dazu nehmen kann, können wir auch diese ganze Kundenkommunikation übernehmen. Mhm. Ja, die ist zentralisiert. Mhm. Das machen wir bei unseren eigenen Standorten auch. Mhm. Wir bieten dem Gast eben auch moderne Lösungen an, mit uns zu kommunizieren, eben über WhatsApp, über E-Mail, über Telefon. Mhm. Da beantworten wir dann die wichtigsten Punkte immer schon vorab. Sehr cool.
Hast du noch einen Punkt? Fällt dir noch irgendwas ein, was du unseren Zuhörern und Zuschauern noch mitteilen möchtest über das CozyGo? Ja, also auf jeden Fall. Also jeder, der irgendwie überlegt, gerade ein Hotel zu öffnen oder sich Gedanken über Digitalisierung macht, was man in der Zeit machen muss, ne? Oder auch Immobilieninvestoren, die sich überlegen, wie kann ich eine gute Rendite rausholen, meldet euch bei uns. Ich glaube, das Konzept ist extrem cool. Es rechnet sich super schnell. Mhm. Ja? Neben dem Kostenersparnis durch diesen Preisalgorithmus und durch die Distribution können wir auch deutlich höhere Umsätze erzielen als Homemade, ne, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also ich würde es einfach wirklich, wenn ich selbst jetzt natürlich nicht das Produkt entwickle, würde ich es auch nutzen. Mhm. Also ich bin davon 100% überzeugt, dass es sich relativ schnell lohnt. Und also wir kennen diese Cases auch von anderen Kunden von uns und natürlich von euch. Also da reden wir wirklich von teilweise von wenigen Monaten, dass sich das lohnt. Genau. Ja, also schnell ist hier nicht in 10 Jahren statt in 30 Jahren, sondern da reden wir von Monaten. Ja. Also das ist schon wirklich krass. Was wollte ich noch fragen? Genau, letzte Frage von meiner Seite. Ab wie viel Einheiten zahlt sich das denn aus? Also im Endeffekt können wir sprechen so ab 10 Einheiten. Mhm. Sweet Spot ist ab 20 Einheiten. Mhm. Nach oben ist es natürlich offen. Ja. Sagen wir, wir betreiben selbst Apart-Häuser und bis 80, 100, auch 200 Zimmer. Also sagen wir so, ab 10 Zimmer sprechen wir, ab 20 sage ich, macht es wirklich durchaus Sinn, das zu machen. Ja. Und dann natürlich ja gerade White Label Solution und so weiter dann auch. Also was wir halt auch erlebt haben, ne, ist, dass Personen, die ein Hotel betreiben, plötzlich die Zeit haben, sich um zweites, drittes, viertes zu kümmern. Ne? Mhm. Dann kann man halt sehr schnell auch skalieren und mehrere Standorte öffnen mit so uns. Spannend. Ja. Sehr cool. Gerhard, vielen lieben Dank fürs Kommen. Danke dir. Vielen Dank für deine Zeit. Spaß gemacht. Und an unsere Zuhörer und Zuschauer, ich habe wieder den Wink bekommen. Ich soll wie immer sagen, dass die Infos in den Shownotes eingeblendet werden. Danke dafür, sonst würde ich sie immer vergessen. Danke, Daniel. Also die Infos von Cozy findet ihr wieder in den Shownotes und auch von uns natürlich. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis bald. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Shownotes.